Nationalrat und der Bundesrat sind Ihnen wahrscheinlich ein Begriff. In der heutigen Ausgabe wollen wir Ihnen allerdings ein Parlament vorstellen, von dem Sie vermutlich noch nichts gehört haben und sind deshalb hier im Marktamtsmuseum in Floridsdorf zu Gast. Von 1953 bis Ende 2017 tagte einmal pro Monat das sogenannte Wurstparlament des Marktamts. In dieser Expertinnenkommission wurde mittels Verkostung regelmäßig die Qualität von Wurst- und Fleischprodukten bewertet. Bei mir ist jetzt Alexander Hengel, der Museumsleiter. Schönen guten Tag. Was waren denn die Ursprünge des Wurstparlaments? Angefangen hat das Ganze in der Nachkriegszeit, da war es einfach ganz, ganz wichtig, dass Würste natürlich nur einwandfreie Sachen hineinkommen und nicht irgendwelche Knorpeln oder andere Grauslichkeiten da hinein verschiert werden. Nicht nur die Lebensmittelaufsicht, sondern auch die Labors sind da dabei und ganz wichtig auch die Wirtschaft, deswegen wird sie auch Parlament genannt, weil da eben verschiedene Seiten mitwirken. Was waren da die Gründe, dass man das jetzt einstellt? Dadurch, dass das eine reine Bundesländersache war und in Wien kaum noch Wurst erzeugt wird, macht es eigentlich gar keinen Sinn mehr, das in Wien zu machen. Somit ziehen wir natürlich weiterhin Proben, lassen die untersuchen, aber das Wurstparlament macht keinen Sinn mehr.